Hallo zurück bei X-Live. Neben mir sitzt schon die Sophie. Hallo Sophie. Hallo Simon. Die Sophie ist von Pieps. Pieps ist eine Internet... Na, erklärst du am besten. Okay. Pieps ist eine Facebook- bzw. eine Website, eine Facebook-Seite, auf der wir lesbisch-queere, feministische Events posten und hauptsächlich uns konzentrieren darauf, wo kann man am Wochenende fortgehen als queer-lesbische Frau. Und wir schauen eben, dass man da eine Info gibt, damit man eine Ahnung hat, was man tun kann. Ja, so im Kurzen und Ganzen. Wie kam die Idee? Wie ist das entstanden? Die Idee kam, weil ich bin Salzburgerin, bin nach Wien gekommen als Studentin, war früher schon da bei meinen ersten Regenbogenparaden. Und es war natürlich toll, dann bei der Parade zu sein und dann am Abend sagen alle, sie gehen wohin. Und ich war so, wohin? Ich habe keine Ahnung, was los war. Wenn man es gegoogelt hat, man findet eigentlich, oder damals, jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, aber man hat nicht gefunden, wo die Partys sind. Und wie ich dann nach Wien gekommen bin, war das Problem teilweise immer noch so. Mich haben immer wieder Freundinnen gefragt, wo gehe ich jetzt hin? Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, dass ich das einfach generell für alle möglichen Leute machen kann, weil das Problem da war, dass man nicht gewusst hat, wo man hingehen kann. Und dadurch ist halt entstanden, weil ich selber eigentlich am Anfang keine Ahnung gehabt habe. Ja. Das ist eine coole Sache, aber es ist wieder auch, jetzt, ihr habt ja dieses Ding mit den Stickern, gell, und ja. Künstlerinnen. Erzähl mal, wie ist das? Dann mit der Zeit haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir ein bisschen Werbung machen, weil wir das Ganze Non-Profit machen, wir verdienen nichts daran, wir sind zwei Studentinnen, die das in unserer wir machen das in unserer Freizeit. Und um dann Werbung zu machen, haben wir überlegt, machen wir Sticker, machen wir Flyer. Und dann haben wir die Sticker angefangen. Wo wir dann Freundinnen von uns gefragt haben, die künstlerisch aktiv sind, ob sie nicht für uns einen Sticker designen können. Wir zahlen es, wir finanzieren es und sie kriegen eine Plattform, ihre Kunst zu zeigen und wir kriegen Werbung, weil das Kriterium ist, dass Pieps draufsteht. Sonst ist man vollkommen frei und dadurch sind die Sticker entstanden, die wir jetzt hoffentlich jedes Semester, also jedes Halbjahr machen, wo wir eben junge Künstlerinnen oder Künstler, die irgendwie einen queeren Kontext haben, suchen, finanzieren, wir kriegen ein bisschen Werbung, die wir sonst nicht schalten können, weil wir das Geld nicht dazu haben. Und sie können sich eben präsentieren. Coole Sache. Sag, und weil wir vorher darüber gesprochen haben, also ihr seid eine Seite für queer, lesbische, feministische Events. Und es wird ja oft gesagt, ja, warum braucht jeder jetzt so sein eigenes Event? Warum ist das wichtig, dass man diesen Safe Space hat? Warum muss es diese Unterscheidung geben? Ich habe es auch lange nicht ganz verstanden, warum ist es so wichtig, dass wir eben nicht gemischt alle immer auftreten. Für mich persönlich ist es einfach sehr angenehm, manchmal nicht die Minderheit zu sein. Und als queere Person ist man, würde ich sagen, in der Gesellschaft die Minderheit. Und dadurch, dass das dann eine Plattform ist, wo ich mal einfach nicht Einzelperson oder der kleinere Teil bin, das ist einfach angenehm. Und das würde ich sagen, das ist für mich ein Grund, warum ich sage, das ist sehr, sehr wichtig, dass man wohin gehen kann und einfach vollkommen man selbst sein kann, ohne auf die Mehrheit zu achten, sondern eben die Mehrheit zu sein in dem Moment. Und ja, das macht absolut Sinn. Ja. Danke, Sophie, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Pieps wird es ja noch länger gehen. Ja, hoffentlich. Ja. Wir werden es versuchen. Ja.